Ladebildschirm. Langer Ladebildschirm. Sehr, sehr langer Bildschirm. Was, Camping im Winter kann man mal machen, ja? Spiel gut, kann ich dir nicht sagen. Ich habe gerade erst angefangen. Musste zugucken. So. Sehr, sehr langer Ladebildschirm. So. Akt 2. Oh, der erste. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment, and you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Was? Okay, das ist anscheinend unser Zelt und da laufen gerade Fußspuren. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo die hinführen. Was ist denn da oben? Sieht so aus wie so ein Sendemast. Was drücken Sie? Was nach unten, um anzu... Ah, sehr schön. So, im Tiefschnee zu laufen ist anstrengend. Passe dein Tempo den Bedingungen an, damit dein Körper nicht ermüdet. Bevor du eine längere Strecke in Angriff nimmst, solltest du dich im Lager ausruhen und dir eine sichere Route zurechtlegen. Du kannst jedes Objekt näher betrachten mit L2, um es besser zu erkennen. Benutze die Taschenlampe mit Viereck, um deinen Weg auszuleuchten. Um deinen Weg auszuleuchten, wirst du für andere besser sichtbar? Beobachte deine Umgebung genau, um dich mit Hilfe der Karte auf Dreieck und des Kompasses mit R2 besser orientieren zu können. Schwer zugängliche Feldsteige können dich an interessante Orte führen oder Abkürzungen sein. Um sie zu erreichen, musst du manchmal unter Hindernissen hindurchkriechen mit Kreis oder von ihnen herunterspringen. Too much information gerade. So, was haben wir denn sonst? Huch, warte mal eben. Nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte mal gucken, kann ich hier... Ah, ich kann hier blättern. Aha. Überleben. Ja, klingt ja interessant. Survival! Entschuldigung. So, warte. Ich wollte gerne mal Berichte. Logbuch gibt's noch nichts. Ja, ich blätter mal durch. Wir müssen uns eine Route zurechtlegen. Das ist natürlich auch sehr interessant. Auch weißt du, in der Kälte einfach mal stehen und Buch blättern. Brr. Brr. So, okay, steht nichts drin. Gut. Pass auf. Wie war denn jetzt nochmal... Ich habe die Tasten vergessen. Ah, hier ist ein Kompass. So, Karte reinzoomen. L2, R2. Minimieren. Huch. Ach, du heiliger Strohsack. Na, das kann ja heiter werden. So, da sind wir wahrscheinlich jetzt. Ach, du Scheiße. Ach, du heiliger Strohsack. Ach, du heiliger Strohsack. Okay, das wird definitiv ein längeres Let's Play. So, wir haben hier ein paar Breitengrade und sowas alles. 37 Norden und 62 Osten. 37 Norden, das ist hier. Und 62 Osten war das, ne? Das wäre hier. Kann ich mir da irgendwie einen... Kann ich mir da einen Punkt hinmachen? Okay, das geht anscheinend so nicht. Kann mir keinen Punkt machen. Okay, wie war dann... Gibt es noch andere Tasten? Da waren auch noch andere... Ah, das ist der Kompass. Okay. Da haben wir Touchpad. Wie war Taschenlampe? Ah, okay. Viereck, okay. Wir müssen uns also auch ausruhen. Das ist ja krass. Das ist ja echt krass. Ich bin... Ein geiler... Was ist ein geiler Mond?
sie aus, ob da ein Gesicht drauf wäre. Und was für total faszinierende Felsformationen hier. Was haben wir hier? Ach, guck mal einer an. Da schaue ich mal schnell auf die Karte. Warte mal. 35, was war das gewesen? 35 Norden? 50 Osten? 35 Norden? Man sieht gar nicht, wo man hier ist, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig. Schade, dass man hier nicht sehen kann, wo man gerade ist. Das finde ich ein bisschen schade. Dass man sich vielleicht einen Wegpunkt machen kann, weil vielleicht verläuft man sich dann auch. Naja. Ja. Survival! Entschuldigung. Taschenlampe. Boah. Taschenlampe brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Ist es ja noch sehr angenehm. Was ist denn das? Soll ich da wirklich reingehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Sieht aus wie so ein... Aber da liegt irgendwas. Sieht aus wie so eine Rune oder sowas. Oder so ein Stein. Ich werde da jetzt einfach mal reingehen. Was ist denn da oben? Ah, eins. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team... I set out the moment I heard about it. Kann ich den auch irgendwie abbrechen? I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometer and a half away. But the trail went cold after 500 meters and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding us. I was convinced that something more than just an accident had occurred here. I had the feeling we were dealing with something unnatural. So, dann werde ich das nochmal ein bisschen vorlesen, weil, ja. So, als ich von den Vorfällen hörte, machte ich mich sofort auf den Weg. Ich war gerade in der Gegend, also meldete ich mich bei der Einheit und ließ mich auf den Fall ansetzen. Ich erreichte Vashiai am 19. Februar, ein paar Tage vor dem Rettungstrupp des Instituts. Während ich auf den anderen wartete, begann ich herumzufragen, ob irgendeiner der Einheimischen etwas über den Vorfall wusste. Einer von ihnen sagte, er hätte eine Jagdhütte im Suchgebiet und würde die Gegend sehr gut kennen. Ich beschloss, mich von ihm führen zu lassen.
Als der Rettungstrupp endlich ankam, erklärte ich ihnen die Rolle der Einheit in dieser Mission und dass alle Entdeckung oder Beobachtung zuallererst an mich zu melden seien. Wir besprachen unsere Vorgehensweise, überprüften unsere Ausrüstung und brachen sofort auf. Erst am 26. Februar fanden wir das Zelt, das, wie ich glaube, den Studenten gehörte. Erste Untersuchungen ergaben, dass die Menschen im Zelt die Seitenwand aufgeschlitzt hatten und aus irgendeinem Grund in Panik geflüchtet waren. Die Spuren im Schnee führten zu einem außerhalb Kilometer entfernten Waldstück. Nach 500 Metern verlor sich die Spur jedoch und wir mussten das ganze Gebiet sorgfältig absuchen. Das hier war kein gewöhnlicher Ort. Die Atmosphäre ließ uns am ganzen Körper erschaudern. Ich war überzeugt, dass hier mehr als nur ein Unfall stattgefunden haben musste. Ich hatte den Eindruck, dass wir es mit etwas Übernatürlichem zu tun hätten. Oder hatten. Uiuiuiuiui. Was? Was? Ich bin tot. Was? Was? Fängt ja schon gut an. Was ist das denn? Ich bin tot. What the fuck? Zack und tot. Was war das denn? Ja. Ist, ja, finde ich super. Finde ich, Wie geil war der denn bitte? Ja, das, Der war super. Also, muss ich sagen. Ich glaube, ich sollte vielleicht mich nicht dort aufhalten. Ich glaube, ich sollte da vielleicht doch verschwinden. Wenn da anfangen, die Steine zu schweben. Sah echt aus wie so ein Ritualplatz oder sowas. Naja. Kann es sein, dass wir den Text geschrieben haben, den wir gerade gelesen haben? Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Wie renne ich nochmal? Nimm den scheiß Kompass weg. Geh weg! Was war das? Alter, der kann nicht ewig rennen, das ist mies. Ich gehe da noch mal hin. Okay, ich gehe da nicht noch mal hin. Ich werde mich hier so verlaufen, dass ich jetzt schon. Mich würde es mal echt interessieren, ob es auch dunkler wird hier. Oder ob das schon so die Nacht ist, obwohl der Mond steht da oben. Das ist, ja. Was war das denn gewesen? Huiuiui. Ein leuchtendes Etwas. Ja, im Prinzip kann ja, es ist ja Open World, im Prinzip kann ja überall was sein, was liegen. Und man weiß ja gar nicht, wo man als erstes hingehen sollte. Ah, okay. Aha. Guck mal, 3762. Warte mal, dann waren wir ja hier gewesen. Dann ist hier oben eine Hütte. Aber dass wir nicht sehen, wo wir sind, das ist ein bisschen blöd. Warte mal, wenn das der Punkt ist, wo wir jetzt gerade waren, dann müssen wir theoretischerweise... Wo ist denn dieser... Dann ist hier... Dann müsste das doch dieser Spalt sein, wo wir jetzt vorstehen, oder?
Dann müssten wir theoretischerweise hier hingehen, um das Lagerfeuer zu finden. Ich probiere das mal aus. Ich gehe mal nach da. So, schauen wir mal. Alter Verwalter. Ich bin... Und vor allem, was war das oben auf dem Berg gewesen, was da so am Leuchten war? Werden wir vielleicht beobachtet? Es leuchtet immer noch im Übrigen. Also laut Karte müsste das der Weg sein hier. Mich interessiert mal, wie das aussieht mit der Müdigkeit, was die gerade beschrieben haben. Ab wann man hier so müde wird. Ob der irgendwann einfach... Hallo? Hallo Framerate? Schön, dass du da bist. Ob der dann irgendwann vor lauter Müdigkeit umfällt und erfriert? Aber hey, haben wir schon mal gesehen, wie wir sterben. Ist natürlich auch sehr schön. Finde ich ja super. Aha. Unfassbar. Erinnert mich gerade ein bisschen an Far Cry Primal. Da will ich, glaube ich, nicht runter. Gehen wir denn hier? Ich. Boah, wie mies das ist. Du machst die Karte runter und auf einmal steht da einer. Auf den Moment warte ich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber wie mies, dass man nicht sieht. Ich habe ein bisschen... Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt sind. Das ist ein bisschen... Ach, man kann sogar mit Karte laufen. Wie geil ist das denn? Tja, wo sind wir jetzt? Hier war der Mittelpunkt. Und dann... Oder war das die Schlucht gewesen hier? Und wir sind jetzt hier hochgegangen? Entschuldigt mal bitte. Auch wenn das jetzt ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss mal... Geht das überhaupt? Ja, das geht. Ich muss das Spiel mal ein klein wenig dunkler machen. Das ist, es ist, bei mir auf dem Bildschirm sehr hell, muss ich sagen. Und da kommt keine... Ja, das ist schon besser. Kommt nämlich keine so gute Stimmung rüber. So. Die Atmosphäre ist super, das stimmt. Vor allem mit voll aufgedrehten Kopfhörern. Dann schau. Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein, bin ich ganz ehrlich. Ich will hier gar nicht sein. Ich will hier gar nicht sein. Da haben wir einen Baum, wo wir drüber laufen können. Da ist der Sendemast. Der. Ich habe auch keinen Plan, wo dieser Sendemast laut Karte sein könnte. Da hinten sehe ich auch ein Lagerfeuer oder sowas. Oder so Steinformation. Steht da einer? Ich habe schon gedacht, da steht jemand. Ob das so eine gute Idee ist? Na, ich gehe erstmal in die andere Richtung. Ich vertraue dann doch lieber mal meinen Instinkt. Na toll. Ich vertraue mal meinen Instinkt. Gott sei Dank.
Ja, sehr schön. Meine ich das nur oder wird das mal lauter? Hinterlassen wir auch Fußspuren? Ach, guck mal an. Ist ja krass. Okay, auf der Brücke, aber hier auf dem Tiefschnee anscheinend nicht mehr. Achso, doch. Aber wir haben keinen Körper, ne? Nee. Haben wir einen Schatten eigentlich? Ne. Okay. War nur mal so ein Test. Da brennt Feuer. Wieso brennt denn hier ein La... Ach, sind wir jetzt am Lagerfeuer angelangt? Kann das sein? Wird gespeichert. Was? Nein, sag mir nicht, wir müssen Lagerfeuer finden, um zu speichern. Was? Bitte was? Hä? Nein! Was war das denn jetzt? Ach, wir waren jetzt da gewesen, oder wie? Oder was? Oder hä? Ach, ist ja krass. Also sind wir doch hier lang gelaufen und dann hier. Und das sind Schnellreisepunkte. Ach, man kann also schnell reisen. Ach, ist ja übel. Okay. Und man speichert also an den Lagerfeuern. Ich frage mich natürlich jetzt zwei Sachen. Die erste Sache, die ich mich frage, wer macht das Lagerfeuer für uns an? Und die andere Sache, wie kann der Typ schnell reisen? Sind wir ein Außerirdischer? Ich weiß es nicht. Ja, für dich auf YouTube machen wir jetzt eine kleine Folgenpause. Du schaltest wieder ein in der nächsten Folge und ja, bis dann. Ciao.